Hallo und herzlich willkommen bei Kieferwissen. Ich bin Stefanie, deine CMD-Expertin und deine Physiotherapeutin. Und heute möchte ich dir mal 5 Tipps mitgeben, die du gut anwenden kannst, wenn du Schmerzen hast und zum Beispiel plötzlich einfach darauf angewiesen bist, schnell aus dem Schmerz rauszukommen. Vielleicht sitzt du gerade im Büro und auf einmal schmerzt es dir an der Schulter, es zieht da rein, es hämmert der Schmerz oder du stehst früh morgens auf, weißt gar nicht, wie dir geschieht und hast erstmal eine totale Verspannung im Kiefer und denkst, hoffentlich werde ich die heute noch los, bevor ich ins erste Telefonat muss. Und das sind alles so Situationen, wo wir ja relativ schnell reagieren müssen, wo wir nicht so viel Zeit haben und wo ich dich einfach auch einladen möchte, dass du Übungen tust, dass du Dinge weißt, die du umsetzen kannst und die dir schnell helfen, ohne dass sie dir schädigen. Also, was könntest du jetzt tun, wenn du so einen akuten Schmerz hast? Das erste ist, wenn du es kannst, ist, dass du allgemein Bewegung hineinführst. Ob das zum Beispiel jetzt ist, dass du einen Rückenschmerz hast, akut, oder einen Schulterschmerz. Versuch, wenn es dir möglich ist, zum Beispiel, wenn du noch zu Hause bist, früh eine Runde um den Block zu laufen oder eine ganz sanfte Einheit auf den Fahrradergometer zu drehen. Das hilft dir, um deine Durchblutung zu erhöhen, somit also das ganze System anzukurbeln, mehr Sauerstoff zu produzieren und dadurch die schmerzhaften Stellen besser zu reparieren. Also wenn du ein bisschen Bewegung reinführst und wenn es nur mit einem Spaziergang ist, an der frischen Luft hast du schon viel erreicht. Die zweite Sache ist, dass du Atemübungen machen solltest. Es gibt natürlich jetzt echt viel Atemübungen. Wir könnten uns eine ganze Stunde über Atemübungen unterhalten, aber es gibt da auch eine Regel, kann ich mal sagen, wobei man sagen muss, es gibt auch Ausnahmen. Wenn du Schmerzen hast, dann würdest du eher davon profitieren, längere Ausatmungen zu machen als Einatmungen. Zum Beispiel, dass du atmest und dann aber länger aus als einatmest. Egal, was das dann für eine Atemübung ist, ob du da noch dich bewegst oder ob du zwischendurch noch Atempausen einsetzt, vollkommen egal, aber mach die Ausatmung länger als die Einatmung und atme auch wirklich nicht nur 5-mal, sondern versuch mal über einen längeren Zeitraum diese Atemübung durchzuführen, das regelmäßig, nicht nur einmal am Tag, nein, 2-3-mal am Tag, so wie du es halt in dem Moment brauchst, wo du halt auch Schmerzen hast. Die andere Sache ist, und das hast du auf alle Fälle zu Hause, ist sowas Schönes, nämlich eine Dusche. Und bedeutet nicht, mach dich erstmal sauber, das hilft, sondern bedeutet, nimm doch mal Warm- und Kaltduschen in Anspruch. Und das jetzt nicht nur auf der Stelle, wo es weh tut, sondern insgesamt für den gesamten Körper. Das fährt auch wieder dein parasympathisches Nervensystem nach oben. Du wirst eher aktiviert, dass mehr Ruhe reinkommt, mehr Erholung, mehr Entspannung durch eine Vermehrung der Durchblutung. Davon kannst du wirklich profitieren. Und wenn du magst, kannst du es natürlich auch auf den Stellen machen, wo es schmerzt. Ein anderer Tipp ist, wenn du Wärme und Kälte im Wechsel anwendest. Nehmen wir an, du hast hier oben jetzt Schmerzen. Dann leg dir im Wechsel Wärmepad hin, Kältepack, Wärme, Kältepack. Immer dieser Wechsel. Manche probieren es auch nur, und es hilft auch manchmal ganz gut, nur mit Wärme. Mit einer Wärmflasche zum Beispiel. Das kann super sein. Manche probieren es mit Kälte, da würde ich dir jetzt eher abraten, wenn es ein muskulärer Schmerz ist. Davon wirst du nicht so viel profitieren wie von Wärme. Aber es gibt immer unterschiedliche Schmerzen und es kann auch nicht nur der Muskelschmerz, muss man dazu sagen. Am Ende muss man es probieren, was tut dir am besten. Ich würde erstmal, wenn es gerade in diesem muskulären Bereich ist, gerade hier oben oder hier, mit Wärme anfangen. Dann würde ich mich steigern auf Wärme und Kälte, Wärme, Kälte im Wechsel. Und wenn das gar nichts geholfen hat, kannst du immer noch die Kälte ausprobieren. Und als letzten Tipp möchte ich dir geben, dass du sanfte und dynamische Mobilisation durchführst. Und jetzt muss man hier ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich das sage, dann hat das natürlich schnell die Komponente von Dehnungen, die anhaltend sind. Wir kennen ja also diese Dehnungen, die hier so ewig gehalten werden und man wartet dann auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, wo was weiß ich dann passieren soll oder auch hier so weite, weite Dehnungen, davon spreche ich nicht. Ich spreche davon, dass du sanfte Dehnungen und dynamische Dehnungen machst. Zum Beispiel jetzt, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt hier ein Problem mit der Schulter, dann könntest du zum Beispiel sagen, okay, ich gehe jetzt hier ein bisschen in Dehnung und anstatt jetzt hier einfach zu warten bis irgendwann,
kannst du zum Beispiel mit der Schulter hoch und runter. Du gehst also leicht in diese Position rein, wo es ein bisschen zieht, und dann bewegst du entweder die Schulter hoch und runter oder du bewegst den Kopf. Aber bitte ganz sanft und nicht dieses ewige Anhaltende. Mach erst mal eine halbe Minute, bleib da mal drin. Guck auch mal die Stellen an, wo es dir wirklich zieht, wo du merkst, ach, hier ist es eher. Es muss ja nicht diese strenge Seitneige sein, die wir sonst immer kennen von Übungen. Es kann auch mal eine Drehung mit dabei sein oder es kann auch mal ein bisschen weiter nach vorn gehen. Alles möglich, aber mach es sanft und mach es dynamisch. Bleib also nicht in der Dehnung drin und warte dann einfach nur, weil rein wissenschaftlich weiß man, dass man damit wenig bewirken kann bis gar nichts. Das Einzige, was du halt bewirkst, ist, dass du die Schmerzgrenze hier ein bisschen herunterfährst, aber das ist nicht das Ziel der Sache, sondern du willst ja deine Gelenke verbessern in ihrer Bewegung, du willst sie erweitern, du willst Durchblutung reinführen. Das ist das Ziel und deswegen mach es eher auf sanfte Art und Weise. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Tipps geben, die einfach wertvoll sind für zu Hause. Du kannst natürlich jederzeit sagen, okay, du gehst noch mal mehr in die sportliche Aktivierung, ganz klar. Also wenn du die Zeit hast, du sagst, ich gehe noch mal mehr in den Sport und ich mache mehr Übungen für mein gesamtes System, das tut immer gut, da würde ich dich auch gerne einladen dazu, dass du es machst. Aber wenn du sagst, ich möchte einfach schnell mal Erfolg haben, möchte schnell mal wissen, was ich machen kann, dann sind es einfach die Dinge, die dir auch helfen werden. Ich hoffe, es hilft dir. Schreib mal unten drunter, was von den Dingen du ausprobiert hast, was du vielleicht schon kanntest und was du neu dazunehmen wirst. Das würde mich sehr interessieren und ich freue mich, dich beim nächsten Video wieder zu sehen.